Good luck to the Irish Rovers, das Team Atlas Safety Shoes, Irland 1. Hier ist der Viererbock aus Irland. Irland, das Land der grünen Wiesen und der flötenden Kobolde. Hier regnet es den ganzen Tag. Aber wie sagt schon ein altes irisches Sprichwort? Regen ist die neue Sonne. Fun Fact, in Irland gibt es mehr Schafe als Menschen. Wozu die hier zählen, weiß keiner so genau. Außerdem ist Irland bekannt für seine Pubs. Hier trifft man auf echte Genusstrinker und wahre Gesangstalente. Aber auch im Sport sind die Iren ganz vorne am Start. Zum Beispiel beim Profitanz. Nicht zu Hause nachmachen. Das geht ganz sicher schief. Und dann spielen die Iren auch noch leidenschaftlich Gaelic Football. Das ist Fußball, bei dem man sogar mit der Hand Tore schießen darf. Diego Maradona hätte das gefallen. Aber weg vom Quatschsport. Viel Erfolg im Eiskanal, liebe Kelly Family. Wir sind gekommen als Familie und wir starten und vertreten Irland! Und immer dran denken. Vielleicht noch mal duschen vorher. Vielleicht nochmal Duschenfeuer ist ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich nochmal zu. Joey Kelly und the next generation of Kellys. Joey, wie sehr musstest du überreden, dass du mitfahren, weil die wissen ja, dass du ein verrückter Hund bist. Die wollten mitmachen, also ich musste die nicht überreden. Die kennen die Wok-Fan von früher, das ist ihre Kindheit und das ist eine Kultveranstaltung, deswegen, die waren sofort dabei. So, vielleicht nochmal duschen. Luke, was hast du gerade gemacht? Ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber wir werden das als Familie schaffen, weil wir eine Familie sind. Und als Familie sind wir stark. Und du hast gepupst. In diesem Sinne, feuerfrei für diese Fahrt. So, danke, Icke, für alle Details, die es dort oben noch gibt. Die Kelly Family mit der lebenden Legende Joey Kelly. Oder wie sie gestern nannte, Joey und die kleinen Kellys, woraufhin jemand gesagt hat, alle kleinen Kellys sind eigentlich schon größer als der große Kelly. So, na, da sehen wir, da fängt es an, ein bisschen anzulaufen. Er will es ein bisschen offen lassen. Das kann man auch machen. Das ist überhaupt kein Problem. Denn Joey will natürlich vorn etwas sehen. So, auf geht's. Die saßen eben hier gerade noch auf dieser Treppe hoch zum Viererstart, konzentriert, wie wir Joey Kelly seit Jahren kennen. Los geht's, der vierte Vierer, jetzt unterwegs. Und schon mal eine schnellere Startzeit. Wir gucken auf die Abstände, wir gucken auf die Geschwindigkeit, 53,28 Kilometer pro Stunde. Und der Großteil der Bahn kommt natürlich erst noch. Wir sind erst in Kurve 2, 3 und so weiter. Der Kreisel ist die Kurve 7, dann kommt die 8, dann kommt die berühmte Kurve 9. Wir gucken auch, ob es weiterhin im grünen Bereich hier den Eiskanal runtergeht. Das heißt, nein, rot. Rot heißt Rückstand, wenn es auch nur 400stel sind. Was kann Joey Kelly mit seiner Bahnkenntnis, mit seiner großen Erfahrung hier noch machen? 400stel ist nicht viel. Jetzt aber erstmal die Kurve 9. 74 Kilometer pro Stunde. Achtung! Ja, leicht runtergekommen, aber schön reagiert. Alles in Ordnung. Höchstgeschwindigkeitsteil, unten das Labyrinth. Der irische Wok kommt in Richtung Ziel. Es wird keine Bestzeit. 1:01:35 ist die zweitbeste Zeit. Also, 99,5 Kilometer pro Stunde. Vielleicht haben Sie es gesehen, die höchste Geschwindigkeit. Aber das hat eben nicht mehr gereicht, um unten die letzten Hundertstel, Zehntel wegzufeilen. Also, die Türkei bleibt vorn. Unglaublich, was wir hier erleben. Vor der Legende, vor Joey Kelly. Aber das ist erst der erste Lauf. Hier kann natürlich noch extrem viel passieren. Also, mit den schönen Bildern hier aus der Kurve 9 gehen wir rüber zu Elton. So, lange in einem Stuhl sitzen, das können unsere Twitcher und YouTuber eigentlich ganz gut. Aber bleiben sie auch im Wok sitzen, das wird sich jetzt herausstellen. Hier ist Luca Revi, Papa Platte und unser Wildcard-Sieger Johannes im Worldwide Wok 2 von Nerf.
Hier ist der Wok WWW2 mit absoluten Profis aus dem Netz. Ein wirklich toller Job, den auch du erlernen kannst. Nein. Doch. Das gibt's doch gar nicht. Aber hallo, meine Zuckerbiene. Um im Netz erfolgreich zu sein, braucht man noch nicht mal einen PC. Heute haben ja alle ihre Tablets und Handys immer dabei und sind jederzeit online. Für Influencer dreht sich alles um Follower und die berühmten Daumen, die Likes. Sie merken schon, alles englische Begriffe. Um ein echter Netz Celebrity zu werden, brauchst du vor allem Sustainability. Außerdem solltest du trendy aussehen, eine gewisse Musikalität mitbringen und wenn du dann auch noch sportlich bist, sitzt auch du vielleicht eines Tages im WWW-Bock. Team Internet, denn wir sind schneller als dein WLAN. Oh Gott, Spaß haben sie. Spaß haben sie. Und vorne verlassen sie sich auf den Mann, der aus der analogen Welt kommt. Unseren Wildcarder, Johannes. Wie hast du denn hier den Fahrerspot erkämpft? Ich habe schon eine Bewerbung mitgemacht. Dann habe ich eine Qualifikation gewonnen und bin jetzt hier. Trinkst du? Nee. Perfekt aufgeregt bin ich. Ja, dann hauen wir noch ein Passwort raus und dann geht's los. Ja, es hat sich ja über die Jahre so ein bisschen herausgestellt, welches die beste Position für die etwas schwereren sind. Also das kann auch mit ein Kriterium gewesen sein, warum unser Wildcard-Gewinner also dort ganz vorn sitzt. Denn die anderen Jungs sind doch ein bisschen leichter. So, Visiere runter, alles klar. Hier haben wir auch wieder eine Live-Kamera dran, sehen wir gerade. Also da werden wir jetzt auch schöne subjektive Bilder gleich sehen. Ready? Und wir werden natürlich weiterhin auch auf die Geschwindigkeiten achten, denn da sind wir schon im extrem hohen Bereich unterwegs. Jetzt sind sie unterwegs, unser fünfter VOG. Und danach kommen noch einige Favoritenteams. Das war die Kurve 0. Also als mal diese Bahn umgebaut wurde, wurde die zusätzlich eingebaut. Alles andere war durchnummeriert. Deswegen hat man die einfach Kurve 0 genannt. Hier sind wir wieder bei The Masked Singer, die Tour. Demnächst also auch bei Ihnen vielleicht in der Nähe. Und wir sehen, dass das Team Nerf nur im Hundertstelbereich hinten liegt. Jetzt also keine Fehler mehr machen. Jetzt auf der schnellen Linie bleiben. Kein seitlicher Kontakt mit der Bande, denn das kostet immer etwas. Man will die Reibung vermeiden. Eine halbe Sekunde fehlt hier. 73 Kilometer pro Stunde im Kreisel. Und dann geht es ja noch zweimal richtig gut in ein Gefälle rein. Das heißt, da wird dann noch einmal beschleunigt. Hier, 73 Sachen, Ausfahrt, Kurve 9, hinten nochmal die Höhe. Ja, ja, da muss man sich ganz schnell nach rechts werfen, also in Fahrtrichtung nach rechts. Dann kann man den Sturz vermeiden. So, jetzt geht's rein hier, richtig noch einmal in den Abhang. Eine Sekunde der Rückstand, 100,22 Kilometer pro Stunde. Wir sind also über 100 Kilometer pro Stunde angekommen. Unten sehen wir die Endzeit, 1:02:00, und das sollte der dritte Rang sein. Und wir sehen auch, wie weit die dort mit dieser riesigen Geschwindigkeit diesen Auslauf hochkommen. Das ist so eine richtige Rampe, die einem dort entgegenkommt. Aber da ist einfach so viel kinetische Energie vorhanden, dass die dort also noch den Hang hochjagen. Und deswegen konnte auch Sophia die meisten Teams nicht so schnell ans Mikrofon holen. Noch einmal der Kreisel. Da sehen wir auch nochmal, was hier für eine Stimmung ist in Winterberg. Noch einmal die Kurve 9. Leicht modifiziert wurden also, um sie sicherer zu machen. Ja, da war der ganz leichte Kontakt mit den linken Ellenbogen. Aber das haben sie gut geklärt. Ja, haben wir es gesehen, das leichte Schleifen hat natürlich nochmal Zeit gekostet.